Herzlich willkommen zu Online-Medien-Knowledge-Nuggets. Nach der farbenfrohen Session in der vergangenen Woche geht es heute um das Thema Form, Flächen und Gestalt. Ausgangspunkt ist auch hier wieder die visuelle Wahrnehmung, die wir als die Verarbeitung von optischen Reizen verstehen. Dabei geht es um mehr als um eine bloße Reizverarbeitung. Tatsächlich ist visuelle Wahrnehmung ein Konstruktionsprozess. Das heißt, die vielfältigen Reize, die auf uns einfließen, die selektieren wir und aus dieser Selektion heraus interpretieren wir sie auch. Und das ist das, was wir am Ende eine Wahrnehmung nennen. Erklärungsansätze, sogenannte Heuristiken, die vermitteln sollen, welche Regelhaftigkeiten und Aspekte diesen Prozess ausmachen, liefert die Gestaltpsychologie mit den sogenannten Gestaltgesetzen. Die Gestaltgesetze versuchen abzubilden, was die menschliche Wahrnehmung lenkt, beeinflusst oder auch täuscht, im positiven wie im negativen Sinn. In unserem Kontext, also des Online-Designs, hilft die Orientierung an den Gestaltgesetzen, Benutzeroberflächen so zu gestalten, dass sie, jetzt hier ein Zitat, der menschlichen Wahrnehmung entgegenkommen, was so viel heißt wie, sie so zu gestalten, dass sie im Sinne der Usability optimal benutzbar sind. Das erste Gestaltgesetz ist das Gesetz der Nähe. Das besagt, dass Dinge, die eng beieinander liegen, als Gruppe wahrgenommen werden, während Dinge, die weit auseinander liegen, als weniger zusammengehörig betrachtet werden. Als Beispiel mögen diese hier abgebildeten Buchstaben dienen. Wir sind es gewohnt, horizontal zu lesen. Dennoch nehmen wir spontan drei vertikale Schriftreihen wahr, in denen dann Nase, Esel oder Ute steht. Dabei kann man zumindest die ersten drei Zeilen doch auch horizontal lesen, nämlich Neu, Ast und See. Das Gesetz der Gleichheit oder auch Gesetz der Ähnlichkeit besagt, dass Elemente mit gemeinsamen Merkmalen, zum Beispiel einer vergleichbaren Form, einer ähnlichen Farbe, als zusammengehörig wahrgenommen werden. Das gilt auch für Bewegungen. Das heißt, Objekte, die sich in die gleiche Richtung bewegen, mit einer gleichen Geschwindigkeit oder auf eine ähnliche Art und Weise, die werden als zusammengehörig betrachtet. Also wenn beispielsweise auf einem User-Interface bestimmte Objekte auf eine ganz bestimmte Art und Weise beispielsweise pulsieren, dann wird hier eine gemeinsame Funktionalität angenommen. Das Gesetz der geschlossenen Gestalt beschreibt das Bemühen des Menschen, Zusammenhänge herzustellen und etwaige fehlende Informationen zu ergänzen. In diesem Sinne sehen Sie vermutlich auch keine 8 schwarzen Bälle, auf denen weiße Linien aufgezeichnet sind, sondern Sie ergänzen diese weißen Linien zu einem dreidimensionalen Würfel. Dieser Effekt lässt sich zum einen im positiven Sinne für die Gestaltung von Benutzeroberflächen verwenden, indem man schlichtweg mit der Anordnung von Bildschirmelementen mehr transportieren kann, als es die eigentlichen Objekte vielleicht aussagen. Auf der anderen Seite hilft eine Orientierung an diesem Gestaltgesetz, auch etwaige Fehler zu vermeiden, indem immer auch kritisch hinterfragt wird, ob die gewählte Anordnung von Bildschirmelementen nicht bereits eine Botschaft vermittelt, die gar nicht intendiert ist. Während die zuvor genannten Gestaltgesetze einen Allgemeingültigkeitsanspruch erheben, relativiert das Gesetz der Erfahrung diese Allgemeingültigkeit, indem es deutlich macht, dass unsere Wahrnehmung eben auch durch individuelle Erfahrungen, durch kulturelle Aspekte und durch Erziehung tangiert wird. Die erfahrungsgeprägte Interpretation dieser roten Linien lässt für Sie den Buchstaben A erkennen. Eine sinnstiftende Interpretation dieser roten Linien wird Ihnen allerdings vermutlich nicht möglich sein. Es handelt sich um ein chinesisches Schriftzeichen, welches sich unserem Erfahrungshorizont entzieht. Das Gesetz der Symmetrie hebt auf die Anordnung von Objekten ab. Symmetrisch angeordnete Objekte werden als Einheit wahrgenommen, was sich auch auf die Differenzierung in Vor- und Hintergrund auswirkt. In diesem Sinne werden die roten Bälle zu einer gezackten Linie, die vor den grauen und pinken Hintergrund tritt. Das Gesetz der guten Gestalt oder auch Prägnanzgesetz beschreibt, dass der Mensch dazu neigt, in der Interpretation von Objekten möglichst eine Vereinfachung vorzunehmen. Das erleichtert es uns, auf den ersten Blick möglicherweise zunächst kompliziert und komplex erscheinende Strukturen mentale Kapazitäten schonend zu vereinfachen. Anstelle eines unregelmäßig geformten Objektes sehen wir ein Rechteck und ein Dreieck.
Wir ergänzen fehlende Informationen. Wir versuchen, Sachverhalte zu vereinfachen. Das Gesetz der guten Fortsetzung oder auch Kontinuitätsgesetz beschreibt, dass wir ebenfalls geneigt sind, Dinge fortzusetzen. So erkennen wir hier zwei Linien, die ganz festgelegt von A nach B und von C nach D führen. Wir kämen nie auf die Idee, eine Verbindung zwischen A zu C oder D zu B herzustellen. An verschiedenen Stellen hatte ich es bereits implizit angesprochen. Die Gestaltgesetze beeinflussen auch unsere Wahrnehmung dahingehend, dass wir versuchen zu unterscheiden, was eine Figur und was ein Grund, Klammer auf, Hintergrund ist. Dieses Phänomen wird als sogenannte Figur-Grund-Gliederung beschrieben. Figuren sind in diesem Sinne die Objekte auf der Bühne der Wahrnehmung, während der Grund die Kulisse bildet. Problematisch wird es für uns immer dann, wenn eine Differenzierung zwischen Figur und Grund nicht eindeutig möglich ist. Mit diesem Problem spielen Bilder wie dieses hier, bei dem wir hin und her gerissen sind zwischen dem Sehen einer Vase oder zwei sich anschauenden Gesichtern. Für die Gestaltung von Benutzeroberflächen leitet sich daraus ab, stets zu prüfen, welche Dominanz mögliche Hintergrundgrafiken haben, um klar erkennbar zu machen, was sind Funktionselemente, was sind Informationselemente und was sind möglicherweise Gestaltungselemente. Wenn wir von Benutzeroberflächen sprechen, dann meinen wir in der Regel 2D-Konzepte. Gleichwohl ist die Raumwahrnehmung nicht nur im wahren Leben von Bedeutung. Wie funktioniert das also mit der Raumwahrnehmung? Die Projektion von visuellen Reizen auf der Netzhaut erfolgt zweidimensional. Erst Hinweisreize lassen uns dann zu einer räumlichen Wahrnehmung kommen. Bei diesen Hinweisreizen wird differenziert zwischen okulomotorischen, stereoskopischen oder monokularen Informationen. Okulomotorische Informationen resultieren aus der Stellung der Augen, der sogenannten Konvergenz, und der Form der Linse, was als Akkommodation beschrieben wird. Je nachdem, wo sich ein Objekt befindet, werden die Augenmuskeln mehr oder weniger angespannt, um den Augapfel zu bewegen. Je nachdem, wie weit ein Objekt entfernt ist, wird die Linse entsprechend geöffnet oder geschlossen. Diese beiden Informationen zusammengenommen lassen uns zu unserer räumlichen Wahrnehmung kommen. Eine in Anführungsstrichen echte Raumwahrnehmung lässt sich künstlich generieren, entweder via Stereoskopie, durch das Anaglyphenverfahren oder durch Shutterprojektion. Bei der Stereoskopie werden Objekte von zwei Kameras parallel aufgenommen, die im Abstand der Augen zueinander stehen, und später werden diese beiden Bilder getrennt für jedes Auge projiziert. Auch beim Anaglyphenverfahren wird mit zwei Kameras gearbeitet oder zwei Bilder erstellt, die aus zwei Perspektiven, nämlich jeweils dem Abstand der Augen zueinander entsprechend, generiert werden. Diese Bilder werden hinterher jedoch nicht, wie bei der Stereoskopie, jedem Auge getrennt gezeigt, sondern die Bilder werden übereinander verschoben und mittels den Farben Rot und Grün differenziert. Entsprechend braucht es eine Rot-Grün-Brille, um in der Betrachtung zu einem räumlichen Eindruck zu kommen. Bei der Shutterprojektion werden die parallel für das rechte und linke Auge erstellten Bilder abwechselnd gezeigt, indem jeweils das rechte oder linke Auge in der Projektion verdunkelt wird. Zur Vermeidung eines Flimmer-Effekts braucht es dafür einer hohen Frequenz. Doch auch wenn es gelingt, das Flimmern in der expliziten Wahrnehmung zu vermeiden, führt die implizite Wahrnehmung rasch zu Ermüdungseffekten. Entsprechend wird heute meist mit Polarisationsbrillen gearbeitet, die jeweils das rechte oder linke Bild ausfiltern. Unsere Erfahrung mit räumlichem Sehen führt dazu, dass es gar nicht zwangsläufig einer 3D-Visualisierung braucht, um zu einem Raumgefühl zu kommen. Ein schönes Beispiel sind hier 2D-Objekte, die aus einem bestimmten Winkel betrachtet einen räumlichen Eindruck vermitteln. Dieser Effekt wird gezielt in der werblichen Kommunikation, beispielsweise in Sportstadien, genutzt, aber er findet auch Verwendung von Streetart-Künstlern. Für uns im Kontext des Online-Designs von zentraler Bedeutung ist die Vermittlung einer Raumwahrnehmung auf zweidimensionaler Ebene, die Schaffung einer Raumillusion. Dafür kann sich zum einen der Perspektive bedient werden. Dabei wird zwischen einer Linearperspektive unterschieden, wo die Linien auf einen Fluchtpunkt zulaufen.
die Luftperspektive, indem analog zu unseren Erfahrungen in der Realität Dinge, die weiter weg sind, heller und kontrastärmer dargestellt werden. Und schließlich die Farbperspektive, die zwischen den warmen Farben des Vordergrundes und den eher kühlen Farben des Hintergrundes differenziert. Darüber hinaus gibt es weitere Faktoren, die uns den Eindruck von räumlicher Tiefe vermitteln. Wenn sich beispielsweise Objekte überlagern, dann gehen wir davon aus, dass das Objekt, welches das andere überlagert, jenes ist, welches weiter vorne steht. Auf die schrägen Linien der statischen Perspektive hatte ich eingangs schon verwiesen, die als Texturgradienten aber durchaus auch Volumen visualisieren können. Darüber hinaus lassen uns Größenunterschiede von dargestellten Objekten zu einer Raumwahrnehmung kommen, indem wir annehmen, dass das größere Objekt weiter vorne, das kleinere weiter hinten steht. Und schließlich beeinflusst die Darstellung von Objekten relativ zum unteren Bildschirmrand unser Gefühl der Raumwahrnehmung. Objekte, die am unteren Bildschirmrand stehen, werden als dichter, Objekte am oberen Bildschirmrand dazu hingegen als weiter entfernt angenommen. Die eben referierten Aspekte der Raumwahrnehmung haben nicht nur für Benutzeroberflächen eine Bedeutung, die sich an metaphorischen Bedienkonzepten orientieren. Vielmehr kann das Wissen auch für eine gezielte Steuerung des Benutzerverhaltens eingesetzt werden, indem ich in der Umsetzung mit einbeziehe, dass Dinge, welche von Nutzern als im Vordergrund befindlich eingeschätzt werden, eine höhere Bedeutung zugeschrieben wird als Dinge, die weiter hinten stehen. Mit diesem Verweis auf mögliche Anwendungsbezüge bin ich am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und auf Wiederhören.